Ja, das ist sicherlich ärgerlich. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, haben eigentlich eine ordentliche erste Halbzeit gespielt und ja, müssen eigentlich in so einer Halbzeit eigentlich mit einer Pausenführung in die Pause gehen. Das haben wir nicht geschafft und ja, also am Ende dann für die eigenen Fehler bestraft worden. Ja, ist natürlich ärgerlich. Ich meine, so früh in der Saison jetzt schon auf die anderen zu gucken, sollte man eigentlich nicht machen, aber natürlich registriert man das, dass die anderen oben verloren haben. Von daher war es ärgerlich, aber ich glaube, wir haben nächste Woche die Chance, wieder 3 Punkte zu holen. Ja, sind wir ja trotzdem noch Zweiter, also von daher hat es ja nichts geändert. Aber klar, wollten wir die 3 Punkte mitnehmen und ja, ist ärgerlich, dass wir nicht geschafft haben. Ja, ich glaube, momentan sollten wir einfach gucken, dass wir unsere Punkte holen. Also Bayern können ihr Ding da vorne machen, wir versuchen einfach unsere Punkte zu holen. Also ich glaube, nach 16 Spieltagen ist noch keiner Meister geworden, von daher ist es noch eine lange Saison. Jetzt hat nichts mit uns zu tun, aber ja. Wir gucken nicht auf die Bayern. Wir wollen beide Spiele gewinnen. Also ich glaube, wir haben jetzt gegen Hamburg den Hinrundenabschluss, den wir unbedingt gewinnen wollen. Und anschließend im Pokal noch eine reizvolle Aufgabe in Wolfsburg. Und ja, die wollen wir beide gewinnen.